Hallo, ich wollte mich kurz melden. Wir sind in Düsseldorf angekommen. Es ist mittlerweile 12:15 und ich sehe auch so aus. Ich bin so müde. Ich bin gerade im Auto eingepennt und werde jetzt nur noch schnell duschen und dann werden wir gleich ins Bett gehen. Mein Freund ist noch drüben bei den anderen beiden Mädels. Die haben ein etwas größeres Zimmer. Wir haben ein sehr, sehr, sehr hübsches kleines Hotelzimmerchen. Das zeige ich euch gleich nochmal, weil ich glaube nicht, dass ich das morgen früh schaffe, euch das abzufilmen, weil, ich muss morgen schon um 6:30 aufstehen und deswegen werde ich mich jetzt auch gleich schnell fertig machen und nur noch duschen, Haare waschen und ins Bett, sodass ich auch morgen aufs Bett komme. Ja, irgendwie ist der Aufbau sehr, sehr früh und ich konnte das ja heute nicht machen. Und ich habe die Augenringe. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz das Zimmer. So sieht das kleine Bett aus. Es ist wirklich sehr, sehr niedlich, ist alles sehr ordentlich und sehr hübsch. Und hier ist so eine kleine Schranknische mit Schreibtisch und so. Und ja, wir bleiben ja nur 2 Nächte, deswegen brauchen wir nicht so viel Klamotte. Hier ist das Badezimmer, das ist mini, 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 aber sehr, sehr hübsch. Wirklich alles, was man braucht. Und hier ist die Dusche. Alles sehr hell und wirklich sehr nett gemacht. Drüben sogar noch ein Schreibtisch und Wasserkocher und so. Und ja. Ja, das ist das süße kleine Zimmerchen. Ich bin sehr gespannt, wie die erste Nacht hier drin ist. Auf jeden Fall sind der Besitzer des Hotels sehr, sehr nett. Der hat uns doch sehr spät alles hingelegt und wir haben gleich noch WLAN bekommen und so. Und er ist so lange wach geblieben. Das war total nett. Und ja, jetzt mache ich mich schnell fertig. Ich dusche und gehe dann ins Bett, damit ich auch schlafe, dass ich nicht so starke Augenringe morgen früh habe, weil der Aufbau so, so früh ist. Und ja, wir sehen uns dann morgen früh auf der Con und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Herzlich willkommen von der Dokumi. Heute ist Samstag und man sieht, es ist schon ordentlich was los. Wir haben hier direkt einen Blick auf den Parkplatz und die Leute sozusagen. Und ja, die Mannschaft ist vollzählig. Und wir chillen gerade hier noch ein bisschen, weil die anderen wohl alle gerade irgendwie Showgruppen machen oder so. Auf jeden Fall ist gerade nicht so viel zu tun. Und sind aber ganz froh, dass wir mal ein bisschen abschalten können. Ich bin seit heute Morgen hier beim Aufbau, seit heute Morgen um 8. Ich hatte euch ja gestern Abend, glaube ich, kurz geblockt. Um 8 Uhr, um 7 bin ich aufgestanden, um 8 war ich hier zum Aufbau. Und heute geht es bis 20 Uhr, das heißt ein sehr, sehr langer Tag. Aber ich bin sehr froh und ich habe schon einige von euch getroffen. Das freut mich riesig und vielen Dank für eure Mitbringsel. Das war so super. So kleine Päckchen mit Süßigkeiten, um mich hier auch bei Laune zu halten. Das ist sehr, sehr toll. Also vielen, vielen, vielen Dank und ich werde dazu auf jeden Fall ja euch da. Wisst ihr ja. Ne? Und ja, sonst geht es uns ganz gut. Es läuft gar nicht so schlecht.
schlecht. Ich bin ganz erstaunt, wie groß das hier ist. Eigentlich war das, dachte ich, es wäre alles viel kleiner, aber die Dokumente sind wirklich sehr, sehr groß und ich hoffe, ich habe gleich noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen rüber zu gehen und auch nochmal euch ein bisschen mitzunehmen. Ja. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Thank you.
keinen Aufschnitt. Sorry, die kommt da aber immer ran. Nee, und eigentlich haben, nicht, die macht so. Ja, aber die beiden haben, ihr Mann ist ja nur auch nicht normal und die haben ein normales Kind. Der ist nicht behindert. Ja, gut, das ist Glück. Ja, aber er ist nicht behindert. Guck mal, jetzt die Bahn schon so weit weg ist es gar nicht. Eigentlich ist das schon echt heftig, dass sie es riskieren, ein Kind zu kriegen. Hauptsache, wir sind auf dem Weg zu kommen. Alter. Es ist ja, Sonntag. Nur weil sie keine und wir sind schon sehr spät dran, wieder mal. Wir haben verschlafen, wir waren so müde. Und jetzt sind wir mal gespannt, was es so bringt. Guck mal, hier ist auch voll ein Anime-Stand. Ja. Guck mal, für die Leute, die nicht zur Con, hier direkt an der Bahnstation, für die Leute, die zur Con fahren, voll am Abfang. Wie dreist ist das denn hier? Schaut das an. Guck mal, die ganzen Chinesen stehen da. Das ist voll der Anime-Flohmarkt.